Hallo meine Lieben, ihr kennt es sicherlich, ihr habt so flüssiges Gel und habt dann alles im Rand sitzen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer zu flüssiges Gel trotzdem sauber und ordentlich verarbeiten könnt und natürlich zeige ich euch auch noch ein paar Produktalternativen. Lasst mir sehr gerne ein kostenloses Abo da, aktiviert das Glöckchen, damit ihr keines meiner weiteren Videos verpasst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, los geht's! Bei der ersten Variation ist es wahrscheinlich sehr einfach, denn bei einem Refill könnt ihr so arbeiten, dass ihr eine dünne Fließschicht auftragt. Die könnt ihr allerdings auch weglassen, falls es wirklich enorm schwierig ist, das Produkt, was ihr verwendet, zu verarbeiten. Und wenn ihr diese Schicht weglasst, verhindert es auch nochmal, dass das Gel fließt. Allerdings verteilt sich so ein Gel viel besser. Im hinteren Bereich tragt ihr dann einfach etwas mehr auf und streicht das Produkt einfach nur nach vorne aus und schon habt ihr einen perfekten Aufbau. Bei der zweiten Variante könnt ihr natürlich auch einfach nur streichend verarbeiten. Das heißt also, wenn ihr ein zu dünn flüssiges Gel habt, dann arbeitet ihr einfach in mehreren dünn aufgestrichenen Schichten, beziehungsweise es können auch satte Schichten sein. Achtet immer darauf, dass ihr jede einzelne Schicht dann natürlich aushärten müsst. Diese Variante eignet sich allerdings eher für Naturnagelverstärkungen, die etwas kürzer sind. Wenn ihr etwas mehr Aufbau und Stabilität braucht, dann könnt ihr das auch so machen, eine dünne Fließschicht auftragen, etwas mehr in die Mitte des Nagels und dann verteilt sich ein dünnflüssiges Gel im Prinzip von ganz allein und ihr könnt den Nagel auch nochmal umdrehen, das hilft auch noch dabei. Habt ihr jetzt das Problem, dass diese Variation nicht ganz so gut funktioniert, dann empfehle ich auch wieder eine dünne Schicht oder eine satte Schicht aufzustreichen über den gesamten Nagel. Achtet dabei wirklich sehr genau drauf, dass euch auch beim ersten Auftrag nichts an die Haut und nicht an den Rand läuft. Und jetzt könnt ihr einen dünnen Streifen von oben nach unten aufgeben, bewegt euch dabei aber eher in der Mitte, also nicht zu nah an den Rand gehen. Und dann könnt ihr mit einem feinen Pinsel euer Produkt noch einmal ein bisschen zu den Rändern verteilen. Und zwar einmal wirklich nur von der Mitte zum Rand so ein bisschen runterstreichen, sodass ihr wirklich das Produkt eher in der Mitte sitzen habt und trotzdem euren Rand abdeckt. Das verhindert eben, dass das ganze Produkt in den Rand hineinläuft. Also nicht zu viel Produkt herunterstreichen, wirklich nur gerade so, dass es eine schöne, ebenmäßige Fläche ergibt und ihr somit einen guten Aufbau erhaltet. Dieses Prozedere könnt ihr natürlich auch in zwei Steps machen. Ihr könnt zum Beispiel erst eine dünne Schicht auftragen, aushärten, eine dünne Fließschicht aufgeben und dann eben diese Variation mit dem Aufbau arbeiten oder einfach alles zweimal wiederholen. Wenn ihr jetzt auch wieder ein Refill habt zum Beispiel und nur an gewissen Stellen euer Produkt aufgeben möchtet, dann könnt ihr das auch so machen, wieder eine dünne Fließschicht auftragen. Auch, Obacht, bloß nicht an die Haut kommen, denn sämtliche Produkte fließen da nämlich natürlich wieder hin. Dann tragt ihr eher im hinteren Bereich etwas mehr Produkt auf und nach vorne hin eben etwas weniger. So könnt ihr verhindern, dass ihr im vorderen Bereich gleich auf einmal zu viel aufgebt, beziehungsweise auch gerade bei längeren Nägeln, die ja eben durch die Länge bedingt dazu neigen, wenn man ein flüssigeres Produkt verwendet, dass dann alles wirklich verläuft, vermatscht und ja, ihr kennt das sicherlich. Deshalb erstmal den hinteren Bereich ausarbeiten und wenn ihr das dann einmal gemacht habt, auch wieder mit einem feinen Pinsel am besten verteilen. Für mich persönlich habe ich diese Variation herausgefunden, dass das wirklich sehr gut funktioniert, einfach funktioniert und auch recht schnell geht. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch mit einem klassischen Modellagepinsel machen, allerdings die Verarbeitung mit dem Pinsel aus einem Pinselfläschchen bei einem ohnehin sehr flüssigen Produkt würde ich euch nicht empfehlen, wenn ihr da Probleme habt, dass euch alles im Rand sitzen bleibt. So, ausgehärtet schaut das dann einmal so aus und im vorderen Bereich, am freien Nagelende, brauche ich jetzt noch etwas Produkt, was ich jetzt eben nur an der Nagelspitze aufgebe. Hier hat man natürlich nicht so ganz das Problem, dass das Produkt eben in den Rand fließt und ihr könnt hier etwas langsamer arbeiten. Achtet aber auch hier darauf, dass ihr
das Produkt wirklich eher mittig konzentriert und nicht so doll an den Rändern. Nach oben hin solltet ihr das Produkt gut ausstreichen, ähnlich so wie bei einem Farbverlauf, sodass ihr dann eben keine störende Kante oder sowas habt. Und diese Pinselstreifen, die durch das Ausstreichen des Produkts entstehen, die eliminieren wir gleich noch. Also da macht euch keine Gedanken drum. Der Hintergrundgedanke ist eben im hinteren Bereich und im vorderen Bereich einzeln zu arbeiten, dass man eben nicht so stark darauf achten muss, wo läuft mein Gel eigentlich hin. Und jetzt streicht ihr nach dem Aushärten einfach noch eine komplette Schicht über den Nagel drüber, sodass eben diese Pinselstriche und eventuelle kleine Ecken und Kanten gut abgedeckt werden bzw. verschwinden die dann und ihr habt dann nachher beim Nachfallen nicht das Problem, dass ihr dann eben wieder diese einzelnen Schichten seht. Und so schauen die Nägel dann einmal aus. Wir haben einen ordentlichen Aufbau gearbeitet, auch mit einem sehr flüssigen Gel. Ich hoffe, ich konnte euch eben zeigen, dass es auch mit einem flüssigen Produkt möglich ist, lange Nägel zu kreieren. Und solltet ihr das Design verpasst haben, dann schaut doch gerne mal in mein letztes Video rein. Dort habe ich euch nämlich diese wunderschönen designten Nägel für den Valentinstag gezeigt. Meine Lieben, ich hoffe, meine Tipps und Tricks für die Verarbeitung von zu flüssigem Gel war nützlich für euch. Ich habe noch eine Videofrage für euch und zwar, habt ihr vielleicht auch Produkte, mit denen ihr nicht zurechtkommt? Da würde mich interessieren, was macht ihr damit? Werft ihr so ein Produkt weg, verschenkt ihr es oder beißt ihr euch durch und verarbeitet es trotzdem? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.